Dann machen wir die Make Money Fast Box. Ja, ist ein schönes Open Source und Linux Projekt, was ich mit meinen Masterstudenten der Wirtschaftsinformatik im vergangenen Semester unter dem Titel Agile Softwareentwicklung durchgeführt habe. Agile Softwareentwicklung, für die, die es nicht kennen, standardmäßig wird Software ja so entwickelt, man macht am Anfang einen Plan. Aus diesem Plan resultiert dann mit Analyse und Entwurf eine Software, die dann entweder schrittweise verbessert wird oder einfach am Ende nur noch getestet werden muss. Bei agiler Softwareentwicklung funktioniert es nun anders. Und das ist im Moment so der letzte Schrei in der Softwareentwicklungsbranche, dass man nach einem ganz anderen Konzept vorgeht, nämlich man macht am Anfang keinen festen Plan. Das ist für den Kunden erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass der nicht sagen kann, ich will genau das haben, sondern der weiß es vielleicht selber noch nicht. Agile Softwareentwicklung, knopper.net, BW. AGSE. Die Grundlagen, genau, mit Scrum. Also wir sind nach der Methode Scrum vorgegangen. Müsste jetzt eigentlich der PDF-Viewer starten, genau. So, Vergleich von verschiedenen Entwicklungsmethoden und das agile Manifest, das sich die Entwickler hier haben einfallen lassen. Das dürfte, ja genau, in der Skizze steht eigentlich alles soweit drin. Ja, also das Manifest liest sich erstmal so ein bisschen philosophisch. Man versucht mit der agilen Softwareentwicklung in der verfügbaren Zeit, mit den verfügbaren Ressourcen, das bestmögliche Produkt zu erzeugen. Das ist schon mal aus Sicht des traditionellen Softwareentwicklens völlig falsch, weil dort müsste es einfach heißen, es wird die Software gemacht, die am Anfang geplant war. Und das ist halt bei agiler Softwareentwicklung nicht so. Bei der agilen Softwareentwicklung hat man am Anfang eher eine vage Idee, was denn rauskommen sollte und eine Feature-Liste. Und die formuliert man in einem sogenannten Product Backlog. Und im Fall der Make Money Fastbox lautete die Aufgabe, konstruiert mir einen Computer, der mich mit Bitcoins reich macht. Ja, das war die Aufgabe. Sehr unscharf formuliert und sehr unspezifisch. Und das erste Product Backlog, da ging es auch nur darum, zunächst mal Erfahrungen mit Linux zu sammeln, also der erste Sprint. Ne, Sprint ist immer eine Arbeitsaufwand von 2 bis 4 Wochen. Wir haben uns auf 3 Wochen geeinigt, über das Semester verteilt hatten wir dann 4 Sprints, jeweils 3 Wochen Zeit. Und im ersten Sprint ging es darum, Linux zu lernen, so ein Raspberry Pi mit Linux zu installieren, zu gucken, wie man den ins Netz bringt, wie man Python, Webserver und so weiter zum Laufen kriegt und damit Erfahrungen zu sammeln. Es führt natürlich jetzt noch zu keiner Software, die einen reich macht, aber die Teilnehmer haben alle was dabei gelernt und konnten dann auf dieser Basis weitermachen. Wenn dieser erste Sprint vorbei ist, dann kommt der nächste Sprint, in der wird die Aufgabe dann neu formuliert. Das sind dann schon Features, die Software haben soll. Diese Product- und Sprint-Backlogs werden jeweils schriftlich festgehalten und normalerweise einmal täglich gibt es ein sogenanntes Daily Scrum. Das ist einfach eine Telefonkonferenz, wo jeder sagt, was er gerade macht. Ohne Schuldzuweisung, ne, es kann auch einer sagen, ich hatte diese Woche keine Zeit, kam zu nichts oder die Aufgabe ist mir zu schwer, kann die jemand anders machen. Das ist auch neu. Normalerweise bei Softwareprojekten fühlt man sich immer unter Druck, dass jeder was geschafft haben muss und was zeigen können muss. Bei diesem Daily Scrum wird überhaupt nichts gezeigt. Da wird einfach nur gesagt, jeder sagt, was er gerade macht. Und wenn jemand sagt, ich bin fertig, brauche eine neue Aufgabe, kriegt er eine. Und wenn einer sagt, er braucht noch eine Woche länger, dann ist das halt so. Ja? Am Ende passiert das Sprint Review und dann wird tatsächlich festgestellt, wie weit sind wir? Was müssen wir in den nächsten Backlog mit unterbringen und was ist schon fertig? Was ist vielleicht weitergegangen, als es eigentlich geplant war? Und ja, nach 4 Wiederholungen kommt dann in den meisten Fällen auch ein funktionierendes Produkt raus. Im ersten Sprint waren die Studenten natürlich hoch motiviert und haben sich auch gefreut, dass sie selber Vorschläge machen durften. Zum Beispiel diese Sache mit dem Touchscreen. Die Idee kam von den Studenten, wenn man so einen kleinen Computer hat. Wie bediene ich den, dass man da einfach mit dem Finger oder mit einem kleinen Stift draufdrücken kann und dann
ist das Gerät bedienbar ohne Tastatur und ich muss auch über das Netzwerk, über den Browser nichts machen. Praktische Sache und jedes Mal, wenn jemand was vorgeschlagen hat, habe ich gesagt, finde ich toll, das machen wir. Ja, tausende von Vorschlägen und ab Sprint 2 ging den Studenten dann auf, dass sie das alles auch selber programmieren müssen. Und da wurde es dann richtig interessant, wo die Features dann wieder gestrichen wurden. Aber das mit dem Touchscreen haben wir drin. Gerätegehäuse, das habe ich beigesteuert. Ja, da haben viele Ideen kamen von den Studenten. Das Gehäuse habe ich mir aber ausgedacht mit auch der Idee, dass man da so einen Beipackzettel unterbringen kann. Die Idee war wieder von den Studenten. Und für den traditionellen Sparer, der sich an Bitcoins noch nicht rantraut, habe jetzt leider keinen dabei, kann man aber hier hinten auch noch Euros einschmeißen, das ist nämlich tatsächlich eine Spardose sozusagen. Das ist hermetisch hinten getrennt vom Raspberry Pi, da gibt es also keinen Kurzschluss, da könnte man auch Wasser reinfüllen, da passiert nichts. Ah, genau. Genau, ne? Hardware Bitcoins. Gut, ganz am Anfang habe ich natürlich einen kleinen Bitcoin-Kurs gehalten, für die Bitcoin noch nicht kennen, obwohl es doch in der Presse jetzt relativ populär ist, immer wenn ein neuer Artikel erscheint oder so, da geht der Kurs kurz nach oben. Bitcoin ist eine elektronische Währung, die funktioniert ohne zentrale Stelle und das ist das wirklich Neue. Es gibt also niemand, der diese Währung verwaltet, sondern alle, die an einem Netzwerk, an dem Bitcoin-Netzwerk teilnehmen, sorgen dafür, dass es weiterläuft. Deswegen kann man Bitcoin realistisch gesehen weder abschalten noch verbieten noch sonst irgendwas machen, dazu müsste man das Internet abschalten. Ja, deswegen ist auch in den Ländern, wo der Handel mit Bitcoins reglementiert ist, handeln die Leute natürlich wie verrückt. Ne? Die haben auch durchaus Vorteile. Das erste Mal, dass Bitcoin in der Presse erwähnt wurde und ein gewissen Betrag hinzugewonnen hat, war während der ersten Griechenland-Krise, als plötzlich kein Geld mehr aus dem Automaten kam in Griechenland. Die Leute hatten ihr Guthaben auf der Bank und konnten das Geld nicht mehr abheben. Also, was haben sie gemacht? Sie haben sich Bitcoins gekauft und später, als wieder alles sich normalisiert hat, haben sie wieder verkauft. Aber dadurch, dass die Bitcoins in der Menge limitiert sind, ist der Preis durch dieses massenhafte Kaufen von Bitcoins dramatisch nach oben gestiegen. Also von wenigen Euros bis über 1000 Euro, ja, 1000 Dollar waren es damals. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo man sehr leicht hätte reich werden können, wenn man es gewusst hätte. Ja. Also vor 2012 haben 1000 Bitcoins ein paar Cent gekostet. Jemand hat sich sogar eine Pizza für 10.000 Bitcoins geleistet. Da der Pizzabetrieb diese Bitcoins nicht annehmen wollte, hat er einem Kollegen die Bitcoins gegeben, der hat dafür einen Pizzagutschein erworben und so hat das funktioniert. 10.000 Bitcoins, eine Pizza. Naja, heute ist ein Bitcoin halt fast 4.000 Euro wert. Aber damals war es ein gutes Geschäft, weil zum damaligen Zeitpunkt konnte man halt mit Bitcoins noch nicht allzu viel kaufen. Ja, und heute gibt es auf der Steam-Plattform ganz selbstverständlich Möglichkeiten, Spiele und Erweiterungen zu kaufen mit Bitcoins. Und sogar an jeder österreichischen Poststelle, hat der Helmut ja vorhin schon erklärt, kann man Gutscheine für Bitcoins kaufen, dann an einer Börse sich überweisen und weiterleiten lassen. Und da der Kurs von den Bitcoins halt nur durch Angebot und Nachfrage geregelt ist, ne, niemand sonst hat da irgendwo die Hand drauf, ist also wirklich, wenn viele Bitcoins kaufen, dann geht der Preis nach oben, wenn viele verkaufen, geht der Preis wieder nach unten, kann man mit diesen Währungsschwankungen tatsächlich spekulieren und auch Geld verdienen. Das ist jetzt aber nichts für Leute wie mich. Ich kann auch nicht im Lotto gewinnen. Wenn ich 6 aus 49 tippe, habe ich immer 0 richtige. Also regelmäßig. Also ich habe überhaupt keine Chance, durch irgendwelche Zufälle oder Tricks reich zu werden. Bei mir muss es etwas sein, wo ich keinen Einfluss drauf nehmen darf. Und das war auch eben die Idee von der Make Money Fast Box, das Exposé, was die Studenten aber auf Anregung meines Co-Professors, Herrn Müller, nie zu sehen bekommen haben, was ich mir vorstelle, was rauskommt. Das sollten nämlich die Studenten selber machen. Vorstellung Make Money Fast Box, das müsste es sein. Genau. Das war dann das, was die Studenten zu sehen bekommen haben. Das Exposé.
Das ist das Exposé, das habe ich nur für mich geschrieben. Da ist das Prinzip erklärt. Ja, hier sehen wir so einen typischen Kursverlauf. Langfristig geht der Kurs wahrscheinlich eher nach oben, weil die Maximalzahl von Bitcoins ist ja auf 21 Millionen festgelegt und mehr wird es niemals geben. Und da Bitcoins zwar verloren gehen können, aber nie wieder neu erzeugt werden, wenn diese 21 Millionen voll sind. Ja, das ist das Mittagessen. Alexa, stopp. Kann man langfristig natürlich schon Gewinne erzielen, indem man einfach bei niedrigem Preis kauft und irgendwann, wenn der Preis oben ist, wieder verkauft. Aber das hat mir ja nicht gereicht. Ich wollte eigentlich durch die Differenz bei den Kursschwankungen einen Gewinn erzielen, also preisniedrig kaufen, bei hohem Preis verkaufen und dann wieder warten, bis der Preis wieder nach unten geht. Manchmal dauert es sehr lange, bis er nach unten geht oder er geht gar nicht nach unten. Das ist dann noch eine gewisse Herausforderung. Man möchte ja nicht frühzeitig verkaufen und dann verpassen, wenn der Preis wirklich explodiert. Also da muss bei einem automatischen Algorithmus schon ein bisschen Gehirnschmalz noch mit einfließen. Ja, also aufgrund der Kursschwankungen an einer Börse, Bitcoin-Börse, Geld verdienen, das soll das Raspberry Pi machen. Kleine Info zu Bitcoins, hier sieht man den Kursverlauf von Anfang bis März 2017 etwa. Und da sind genügend Kurssprünge drin nach oben und unten, dass man mit dieser Methode tatsächlich, wenn man das voll ausreizt, die Menge von Bitcoins, die man hat, verdoppeln oder verdreifachen könnte. Leider kann man halt nicht in die Zukunft gucken und weiß nicht, wann es wieder runter oder hoch geht. Aber es gibt da gewisse Mechanismen, womit man den Kursverlauf in gewissen Grenzen voraussehen kann. Wichtig war mir noch, den Studenten zu sagen, dass sie sich selber nicht verschulden sollen, also nicht anfangen mit Bitcoins zu zocken, sondern die einzige Aufgabe war, einen Algorithmus zu finden und einen Computer, der das Handeln ermöglicht. Aber ob man das dann selber macht oder nicht, das war nicht Bestandteil des Kurses. Das YouTube-Video Bitcoin has crashed, das ist ein wirklich gutes. Da erzählt jemand, der mit der Börse wohl öfter zu tun hat, warum solche Crashs eigentlich ganz gut sind. Dann hat man wieder die Möglichkeit, niedrig einzusteigen. Was man halt nicht machen sollte, ist, wenn der Kurs crasht, in Panik verkaufen, um die letzten Rest noch Verlust zu vermeiden. Und man soll auch nicht kaufen, wenn der Bitcoin-Kurs am Steigen ist, weil dann ist er ja schon relativ hoch. Und wenn man dann kauft, kann es passieren, dass er erstmal wieder nach unten geht. Ja, also das machen die meisten falsch. Ja, deswegen gibt es natürlich auch viele, die mit Bitcoins Verluste machen. Und das soll unsere Box nicht falsch machen. Die Box soll also einen Algorithmus verwenden, der wirklich eine kalkulierbare Gewinnspanne erreicht. Ja, trotzdem, falls jemand in die Box einbricht oder die Katze schmeißt die Box runter und man hat kein Backup gemacht und dann sind die Bitcoins weg, der Worst Case muss auf den Wert der Einlagen begrenzt sein. Das heißt, hat man die Box mit Bitcoins im Wert von 100 Euro aufgeladen, dann sollen am Schluss maximal diese 100 Euro in Bitcoins weg sein und es soll kein Verlust gemacht werden im Sinne von Überschuldung oder dass noch irgendwas nachzuzahlen wäre, wie das einige Anbieter ja über dieses Hebelprinzip, wo man mehr Bitcoins verkauft, als man eigentlich hat und die dann später vielleicht verliert, passieren kann. Das machen wir also auf keinen Fall. Ja, Raspberry Pi mit Open Source Komponenten, wobei das haben die Studenten dann später selber auch realisiert, dass es Open Source sein muss, damit der Anwender nachgucken kann, dass da keine Hintertürchen sind, dass der Hersteller der Box sich zum Beispiel an Guthaben seiner Kunden bereichert, indem man eine Hintertür hat, wo er was abbuchen kann oder so. Das muss deswegen Open Source sein, dass man auch kontrollieren kann, dass alles sicher ist. Die Software muss auf einem schadsoftwarefreien System laufen. Das heißt, zwangsläufig brauchen wir einen Minicomputer, der völlig autark arbeitet. Die Trading- und Plattform und die APIs sind entsprechend so zu wählen, dass Manipulationen weitgehend ausgeschlossen sind. Wir haben dann so in der Hälfte unseres Projekts uns für die Bitstamp-Börse entschieden. Die haben eine Zweigstelle in Luxemburg und damit gilt europäisches Recht. Nebst all dem Aufwand, Geldwäschegesetz und so, dass man sich mit einem Ausweis registrieren muss und eine Ansässigkeitsbestätigung einreichen muss,
damit dort auch ein Haftungsdurchgriff passieren kann. Bei ausländischen Börsen in China, Bulgarien, Russland und so wäre der Aufwand zwar geringer gewesen, aber da hatte ich doch erhebliche Bedenken, wie das mit der juristisch aussieht, mit der Sicherheit und mit Steuern und so weiter. Das ist bei einer Börse, die in Europa ansässig ist, deutlich einfacher geregelt. Gut, Bedienung und Interaktion. Es muss möglich sein, einen Geldbetrag auf die Box zu überweisen. Es muss auch möglich sein, das Guthaben jederzeit abzubuchen. Das ist bei Bitcoins relativ einfach, bei Euros ist es nicht ganz so einfach. Bankkonten brauchen halt eine Weile, bis man dort Geld transferiert. Bei Bitcoins passiert das spontan, indem man auf eine andere Adresse überweist. Eine technische Bedienungsanleitung, also so ein Beipackzettel, sollte gemacht werden. Ja, Kann-Kriterien, die ich mir überlegt hatte, verschiedene Algorithmen. Wie findet man einen Algorithmus, der zwangsläufig sicher Gewinn erwirtschaftet? Das war für die Studenten auch so ein bisschen schwierig. Ich kam dann mit einer ganz einfachen Idee, die im Endeffekt dann auch auf der Box implementiert worden ist. Und zwar ist es so, normalerweise, also über die letzten paar Jahre war es bisher fast immer so, zum Wochenende hin verkaufen die Leute ihre Bitcoins, weil sie am Wochenende irgendwo in Urlaub fahren wollen. Oder vor Ferien passiert das auch. Wenn die Bitcoins verkaufen, bedeutet das mehr Bitcoins angeboten als nachgefragt, der Kurs sinkt. Also zum Wochenende hin ist es relativ sicher, dass der Kurs nach unten geht. Das war aber in den letzten 4 Wochen nicht der Fall. Also da ist mein Algorithmus ein bisschen widerlegt worden. Umgekehrt, von Montag bis Mittwoch war es bisher fast immer so, dass der Kurs gestiegen ist. Anscheinend kriegen die Leute am Montag irgendwo Geld und dann kaufen sie sich Bitcoins als Anlage. Ja, also hat der Algorithmus am Mittwoch, wenn der Kurs hoch ist, verkauft und am Freitag oder Samstag, wenn der Kurs niedriger ist als beim Verkauf, wenn der Kurs verkauft am Mittwoch und wenn der Preis am Freitag niedriger war, so rum, hat er wieder gekauft. Und wenn man sich daran hält, nie teurer einkaufen, als man verkauft hat und nie billiger verkaufen, als man eingekauft hat, dann kommt da zwangsläufig ein Gewinn raus, in Euros oder in Bitcoins. Der Gewinn ist vielleicht nicht so hoch, als wenn man einfach nur am Anfang einmal kauft und dann 10 Jahre wartet, bis man Millionär ist. Aber auf jeden Fall hat man auf jeden Fall einen sicheren Gewinn. Gut, das war die Idee dahinter. Und da gibt es sicherlich noch bessere Algorithmen und die Studenten machen jetzt auch gerade weiter und lassen sich noch neue Algorithmen einfallen. Aber damit ist man ziemlich auf der sicheren Seite. Ausschlusskriterien, kein Bitcoin-Mining, einfach weil es in Deutschland total unrentabel ist, selber Bitcoins zu generieren. Da sind die Stromkosten höher, selbst bei ASICs, als man derzeit an Gewinnen erwirtschaften könnte. Und auch die explizite Anweisung, nicht mit irgendwelchem Privatvermögen zu zocken, weil man jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sondern einfach nur die Aufgabe lösen, einen Computer zu erfinden, der an der Bitcoin-Börse handeln kann. So, dann kamen die einzelnen Sprints, in denen jeweils eine Aufgabe gesetzt wurde und diese Aufgabe, die Produktvision, musste dann in diesem Sprint, sagen wir mal, zumindest bearbeitet werden, wenn auch nicht komplett gelöst, aber doch zumindest ansatzweise bearbeitet. Die einzelnen Sprints oder Phasen, in denen wir die Make Money Fast Box entwickelt haben. Bei jedem Sprint kommt am Ende das Ziel für den nächsten Sprint. Das Ziel für den ersten Sprint war ja erstmal Linux und Raspberry Pi ein bisschen kennenzulernen. Und das Ziel für den Sprint 2, dass wir ein Produkt, was sicher ist, von Experten zertifiziert und empfohlen, also es soll sich an gültige Standards halten natürlich, SSL verwenden, Verschlüsselung immer up to date, also ein Aktualisierungsmechanismus muss vorhanden sein. Eine optimale Anlagestrategie, es soll gut aussehen, das bedeutet, wir designen ein Gehäuse, was nicht ganz so peinlich aussieht und in jedem Sprint hatte ich schon mit der Idee gespielt, Presse einzuladen, um so ein bisschen Motivation zu schaffen. Am Ende haben wir es halt doch erst bei Sprint 4 hinbekommen.
Gut, in dem Sprint hat, muss man leider sagen, sehr wenig geklappt. Also optimale Anlagestrategie haben wir nicht. Wir haben jetzt diese einfache gemacht. Das Gehäuse haben wir gemacht. Das mit dem Sicher, mit Backup und Restore, das kam erst im Laufe der Zeit hinzu, aber das funktioniert ziemlich gut. Wenn man einen USB-Stick ansteckt an die Box, dann fragt die, ob man ein Backup machen möchte. Von ganz alleine, das geht über UDEV. Ja, dann lädt sich das über die Web-Oberfläche. Möchten Sie ein neues Backup auf USB-Stick erstellen? Ja. Gut, neues Backup wurde erstellt, bekommt ein Datum und wenn ich den USB-Stick wieder dran stecke, dann zeigt er an, was für Backups drauf sind und fragt, ob ich eins restaurieren will. Die Systemsoftware und die Einstellungen werden gebackupt. Was nicht gebackupt wird, ist das Geld, das heißt die Börse. Ja, das hat einfach den Hintergrund, wenn man den USB-Stick irgendwo liegen lässt und da wäre das Bitcoin-Guthaben mit drauf, dann könnte sich halt jemand unter den Nagel reißen. Also die Bitcoins werden nur über diesen QR-Code gebackupt, den man sich ausdruckt und in den Safe legt. Ist diese Wallet, die Sie hier verwendet, mit diesen 12 Wörtern so geschützt, dass man die mal anders hinterherkriegt? Genau, ne, mit dem Electrum-Verfahren, mit dem sogenannten Seed, dass man aus dem Seed eine Wallet wiederherstellen kann. Das Seed kann also auch mitgesichert werden. Der QR-Code für die aktuelle Börse und das Seed unten drunter, um alle Geldbörsen wiederherzustellen, das wird dann ausgedruckt und kann woanders wieder verwendet werden. Also falls die Box mal kaputt gehen sollte, fällt runter, der Hund zerbeißt es oder so, oder die SD-Karte geht kaputt, das soll ja hin und wieder mal vorkommen. Also in diesem Semester haben wir, glaube ich, 10 SD-Karten gekillt. Ich denke, die Qualität wird einfach immer schlechter. Also ich glaube, so unvorsichtig kann man gar nicht sein, dass die ständig kaputt gehen. Wenn sowas passiert, ist es natürlich ganz gut, wenn man sowohl die Software als auch das Guthaben wiederherstellen kann. Und da ist dieses Backup-Verfahren, was wir im Sprint 2 implementiert haben, durchaus ausreichend. Gut, das waren dann also wieder 3 Wochen. Dann kommt Sprint 3. Ein Linux-Showcase für Kunden und Presse, das heißt, es soll dann schon ein vorführbares Produkt sein. Ein funktionaler Prototyp, der wie aus Sprint 2 noch übrig geblieben war, sicher von Experten zertifiziert, empfohlen, immer up-to-date, optimal, soll nun auch im Realbetrieb evaluiert werden. Das heißt, man kann den jemand in die Hand drücken und der kann es testen und sagen, ja, das Ding handelt, es tut das, was es soll. Das Gerät soll auch von Laien problemlos in Betrieb genommen und per GUI konfiguriert werden. Das GUI besteht übrigens aus einem Apache-Webserver mit PHP drauf und einer Oberfläche, die ist gemischt in JavaScript und PHP geschrieben und die sollte natürlich auch immer aktuelle Informationen einblenden, wenn die Box gerade was tut. Ja, und natürlich sollte man auch sehen, wie viel Gewinn man gemacht hat. In nur 2 Wochen 20% Gewinn, naja, wenn man ein bisschen Glück hat schon. Und da kommt wieder das mit der Presse, was wir dann aber doch nicht gemacht haben. Ja, Sprint 3 hat dann auch wieder einige Sachen übrig gelassen. Andere kamen hinzu. Ja, der finale Sprint ist, lasst uns Geld verdienen. Und zwar nicht unbedingt mit den Bitcoins, sondern dadurch, dass man die Box dann auch tatsächlich als Produkt verkaufen kann. Ja, Top-Priorität, das Trading muss funktionieren, die Box muss also selbstständig handeln und einen Gewinn erzielen. Ja, das hat bis dato nur ansatzweise funktioniert. Im Sprint 4 hat es dann auch tatsächlich geklappt. Dann Befragung, Fragebogen, externe Personen testen lassen mit dem Flyer und mit dem Beipackzettel, ob verstanden wird, wie es funktioniert. Leicht verständliche Bedienung, das User-Interface wurde nochmal überarbeitet, dass man es auch mit dem Finger ohne Stift bedienen kann. Dann haben wir das Keyboard nochmal angepasst, dass es groß genug ist. Und das Code Cleanup hat leider nicht mehr stattgefunden im Sprint 4. Das wäre dann für den Sprint 5, also nach der Notenvergabe, dass man es auch bedenkenlos online stellen kann, ohne dass irgendwelche Kommentare im Quelltext noch drin sind, die nicht so angebracht sind, gerade wenn Sachen mal nicht funktioniert haben. Und auch keine Default-Passwörter. Also in den ersten beiden Sprints war noch ein Guthaben auf dem Prototypen mit drauf. Jeder, der das Image installiert hätte, dieses Guthaben auch gehabt. Und wenn es einer abbucht, dann können alle Boxen nicht mehr handeln. Das ist natürlich nicht das, was man möchte. Ab dem Sprint 4 hat jede Box ein eigenes Guthaben gehabt, eine eigene Börse, dass die beim erstmaligen Inbetriebnehmen auch automatisch erzeugt wurde.
Gut, auf dem Raspberry Pi läuft natürlich auch eine SSH, womit man als Entwickler Fernwartung machen kann oder das Dateisystem der Box mounten kann. Das muss ich gerade nach der Adresse gucken. P@192.168.2.1. Ich hoffe mal, die sind im gleichen WLAN drin. Sieht aber nicht so aus. Naja, ich kann auch einfach ins Git-Repository gehen, dann können wir dort gucken. Das ist also das, was dann per Git auch auf der Box abgedatet werden kann. So ein richtiger Update-Mechanismus fehlt noch, also die Box holt sich keine automatischen Updates. Diese müsste man über USB-Stick einspielen, da fehlt noch ein Mechanismus, der das macht. Also einige Sachen sind dann durchaus noch zu tun, damit es wirklich produktionsreif ist und man als Anfänger ohne technische Kenntnisse auch damit umgehen kann. Können wir probieren. SSH P@192.168 was war das? 2.171. Ja, es ist wohl so, je nachdem mit welchem Access Point man verbunden ist, kommt man rein oder auch nicht. Das scheint also, wenn es verschiedene Access Points gibt, es von Access Point zu Access Point nicht zu gehen. Etwas schade, aber wie gesagt, wir haben die Sachen ja hier und können uns angucken, was hier alles drin ist. Im Webinterface sind die ganzen, ist die ganze Oberfläche in der Navigationsstruktur. Dort gibt es einmal die Inbetriebnahme, was am Anfang passiert, dass man gefragt wird nach den Zugangsdaten, nach dem API-Key für die Börse, sodass die Box sich dort einloggen und Handel betreiben kann. Dann das Hauptmenü, in dem man sich das Guthaben anzeigen lassen kann. Der Ruhebildschirm, wo man eine Übersicht hat, was gerade an der Börse gehandelt wird und wie der Kurs ist. Dieses von diesem wiederum gibt es auf CryptoWatch eine Kopie. CH. Probieren. Das klappt leider nicht immer, weil der Börsenbildschirm etwas größer ist, als auf das Display passt. Obwohl, doch, könnte funktionieren. Ja, also im Ruhebildschirm zeigt er das aktuelle Guthaben an. Ah doch, und dann den aktuellen Börsenkurs. Das ist eine API, die gibt es in JavaScript von CryptoWatch. Ganz unten auf der Seite gibt es einen Code zum Embedden und damit kann man sich das auch auf der Box entsprechend konfigurieren. Das ist auf der Bitstamp-Börse, wo der Handel ja gemacht wird, mit dem Euro-Konto angezeigt wird, wie die aktuelle Kursentwicklung ist. Ja, um vielleicht auch ein bisschen in den Code reinzugucken. Alle 5 Minuten läuft der Trading-Algorithmus, der TradingLoop.sh per cronjob auf dem Raspberry Pi. Ja, der guckt, ob das Trading aktiviert ist. Mit diesem großen roten Button unten, der aber nur im Hauptbildschirm zu sehen ist, kann man das Trading anhalten und weiterlaufen lassen. Das steht dann in der Datei trading.state drin, ob er handeln soll oder nicht. Wenn er handeln soll, dann läuft die Datei demotrader.php. Das ist ein Skript, das läuft jetzt ohne Webserver, also wirklich als PHP, als Standalone-PHP-Skript. Das überprüft dann, in welchem Zustand die Box gerade ist. Also gibt es genug Börsenguthaben, haben wir Verbindungen zur Bitstamp-Börse, ist der letzte Trade schon abgeschlossen. Ja, und an einer bestimmten Stelle kommt dann der Algorithmus, der sich im Moment im Verzeichnis Strategie befindet. Das EK steht für echter Knopper. Das war der Algorithmus, den ich mir ausgedacht hatte für Mittwochs- und Freitags- bzw. Samstagshandeln, wenn der Kurs entsprechend hoch oder niedrig ist. Und das war halt das, was ziemlich sicher Gewinn gemacht hat, wenn auch nicht allzu viel. Ja, wer ein bisschen PHP kann,
fühlt sich hier vielleicht zu Hause. Ja, da wird der API-Key, das Passwort für die Bitstamp-Börse und die User-ID aus einer JSON-Datei gelesen, secrets.json, da steht das drin. Das wurde beim Einrichten der Box gespeichert. Bitcoin-Kurse werden vom Ticker geholt. Der aktuelle Kurs, wenn ein Handel stattfand, wird gespeichert unter kurs.json, damit wird dann immer verglichen. Habe ich jetzt Gewinn gemacht oder Verlust gemacht, wenn ich handeln würde? Und nur wenn man Gewinn macht, wird der Handel tatsächlich stattfinden. Das mit dem Freitag stimmt schon nicht mehr. Das haben wir auf Samstag gelegt, weil inzwischen samstags der Kurs meistens niedriger ist als freitags. Dann sollten Bitcoins gekauft werden. Ja, genau. Also so Feinheiten mit der Zeit macht die Box halt im Moment gerade nicht. Aber das könnte man relativ einfach hier einbauen. Ne? Einfach das Entscheidungskriterium ändern. Vielleicht auch die Menge von Bitcoins oder Euros, mit denen er handelt. Im Moment macht er das immer so in Schüben von 5 Euro. Das ist natürlich nicht besonders effizient. Wenn man sehr viele Bitcoins auf der Box hat, müsste man vielleicht prozentual arbeiten und immer mit 10% Einsatz. Gut, und das ist schon die ganze Strategie. Also der einzige Sinn dieser Datei ist zu entscheiden, ob er kauft oder verkauft oder nichts macht. Im Zweifelsfall macht er nichts, bevor er etwas macht, was zu einem Verlust führen könnte. Nur samstags. Also samstags würde er kaufen, wenn der Kurs niedriger ist als zu dem Zeitpunkt, wo er die Bitcoins verkauft hat. Da ist natürlich noch viel mehr Potenzial drin, ganz klar. Wir haben Bestandteil des Kurses war auch Benchmarks zu machen. Also rauszufinden, mit welchem Algorithmus habe ich den maximalen Gewinn. Profitable Algorithmen, US-Dollar, Meta, Knopper, V4.ods. Ja, da haben die Studenten die Tagesmittelwerte, wobei das eigentlich, hätten wir auch wieder so über den Tag verteilt, mehrere Stunden eingetragen, ne, von dem Kursverlauf der letzten paar Jahre. Von 2014 bis März 2017 etwa stehen da die Tageskurse drin. Und aufgrund dieser Tageskurse kann man dann mit dem jeweiligen Algorithmus testen, wie viel Gewinn oder Verlust hätte man gemacht. Ja, wenn wir hier ein Bitcoin am Anfang haben, hätten wir am Ende 582 US-Dollar gehabt mit dem Algorithmus. Das ist gegenüber dem Kursverlauf absolut miserabel, weil der Bitcoin-Kurs war hier schon auf 1500 US-Dollar. Also einfach kaufen und halten hätte hier zu einem besseren Gewinn geführt. Der Weekend-Algorithmus 2, wo dann diese Entscheidungskriterien drin waren, nur dann verkaufen, wenn man Gewinn macht, nur dann kaufen, wenn man gegenüber dem Verkaufspreis mehr Bitcoins hat als vorher. Und dann auch noch zu sagen, wir verkaufen nur, wenn wir schon 20% Gewinn gemacht haben. Da landen wir jetzt im Vergleich bei 2141 US-Dollar. Wieder verglichen mit dem Endkurs am 7.5.1477. Also da hat man eigentlich schon ordentlich Gewinn gemacht gegenüber einfach nur kaufen und halten. Ja, die weiteren beiden Algorithmen, die habe ich dann so ein bisschen später mir ausgedacht. Das MaxMe, wenn der Kurs um A% niedriger ist als beim letzten Verkauf, kaufe mit maximal B% des verfügbaren Euroguthabens und umgekehrt auch und das in Intervallen von einem Tag. Bei dem Algorithmus erhält man so eine Mischform aus Bitcoin und US-Dollar. Wenn man es in US-Dollar umrechnet, hat man immerhin 2059 US-Dollar Gewinn und das ist schon etwas mehr, als man mit dem normalen Kursgewinn erreicht hätte. Und es sind auch noch Bitcoins zum Handeln da. Also der ist gar nicht mal so schlecht. Und der letzte, das Orakel, basiert auf der ersten und zweiten Ableitung und versucht, den Kursverlauf vorherzusagen. Die Idee ist einfach, wenn ein Kurs zweimal steigt und einmal fällt, dann habe ich möglicherweise gerade ein Maximum kurz verpasst. Ja, das wäre dann der Zeitpunkt zum Verkaufen. Und wenn der Kurs zweimal sinkt und einmal steigt, dann habe ich ein lokales Minimum und es wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, jetzt Bitcoins zu kaufen. Mit der Strategie lande ich im Endeffekt auf 1537,
US-Dollar-Gewinn am Ende, habe auch gemischt Bitcoin und US-Dollar, verglichen mit dem Endkurs um 1477 ist das also ein leichter Vorteil, ein leichter Gewinn. Ne, also das Orakel nicht wirklich gut. Rechnest du den Kosten ein, die du wissen hast, ob das für die Kauf oder die ja, die Gebühren, das sind 0,25%, sind damit eingerechnet. Die sind gedreht. Ja. Er handelt auch nicht so oft. Wenn man hier guckt, meistens ist er mit Warten beschäftigt. Ganz selten kauft er mal. Man kann ja hier die Parameter auch anpassen, das habe ich noch vergessen. Da kann man Freitag, Mittwoch, nee, das stimmt ja nicht. Beim MaxMe kann man das. Kauf Euro zu Bitcoin, Schwelle des Kaufs 5%. Ja, also wenn der Kurs um 5% gefallen ist, werden Bitcoins gekauft. Und verkauft werden sie nur, wenn wir 15%, nee, Schwelle Verkauf, 25% Gewinn gemacht haben. Dann findet ein Verkauf statt. Das heißt, das Kaufen wird hier quasi begünstigt und bei einem steigenden Preis ist es eigentlich auch die beste Variante. Nimmst du doch die schnellste Zertifizierung, also Blockchain-Zertifizierung oder die Wirtschaftsgebühren? Achso, die Transaktionsgebühren sind gar nicht berücksichtigt. Wenn man nur auf der Börse handelt, fallen auch keine an. Da ist nur die Börsengebühr von den 0,25% relevant. Wenn die Box das Bitcoin-Guthaben von der Börse zu sich selber holt oder wenn sie von sich selber auf die Börse überweist, in dem Fall müsste man Transaktionsgebühren bezahlen, macht die Box im Moment null Transaktionsgebühren, was halt dazu führen kann, dass halt mal 3-4 Tage lang gar nichts passiert und die Bitcoins in der Warteschlange rumgammeln, bis es endlich durchgeht. Ja, also Bitstamp erwartet, dass mindestens 3 Bestätigungen für eine Transaktion da sind, bevor die Bitcoins als überweisend gelten. Ja, also da könnte man noch mit Transaktionsgebühren vielleicht noch was rausholen. Aber man kann das alles ändern, wenn man ein bisschen PHP kann, ist das kein Problem. Meistens ist die Box einfach damit beschäftigt, ganz konservativ zu denken und zu warten, bis eines der Ereignisse auftritt, die da oben gelistet sind. Warten kann ist eigentlich selten verkehrt. Und das ist halt der große Vorteil, wenn es automatisch passiert. Man kommt nicht so leicht in Gefahr, dass man anfängt zu zocken und jetzt schnell verkaufen und kaufen, um noch mit der Welle mitzureiten. Das geht dann meistens schief. Bitstamp.net. So, das Trade View. Was auch ein sehr interessanter Algorithmus wäre, den wir aber noch nicht so ganz ausgelotet haben, ist Fibonacci, weil das scheinen sehr viele zu machen. Wenn man nach den Fibonacci-Zahlen geht und die prozentualen Gewinne und Verluste anhand einer Linie, die genau bei diesen Fibonacci-Zahlen aufgeteilt wird, darstellt, dann kommt man nämlich oft drauf. Warum das so ist, ist mir immer noch nicht ganz klar, aber es scheint zu funktionieren, dass der Kurs bei bestimmten Werten an so einer Linie abprallt, dann einen gegenläufigen Verlauf nimmt, dann unten wieder abprallt und dann nach oben geht. Das kann natürlich Zufall sein, aber das scheinen sehr viele Trader so zu machen und so Vorhersagen zu treffen, wann der Kurs tatsächlich weiter steigt und wann er fällt. Wenn so eine Linie überschritten ist, dann nimmt man an, dass er weiter steigt. Und wenn die untere Linie unterschritten wird, ist sozusagen die Supportlinie, die den Kurs vom weiteren Fallen aufhält, dann wird die Kurve eigentlich nach unten weiter gezeichnet. Und wenn man das berücksichtigt bei dem automatischen Traden, könnte man vielleicht höhere Gewinne erwirtschaften. Ja, dass man, wenn man sieht, ich habe diese Linie noch nicht durchbrochen, das heißt, es könnte sein, dass der Kurs wieder steigt, statt zu fallen, dass man dann eben nicht käuft, sondern noch weiter wartet. Ja, wir nähern uns tatsächlich schon der 4.000-Euro-Grenze. Gut, was braucht man für die Make Money Fastbox? Einmal die Hardware, mmfb.knet.
www.nopper.net. Das ist die Adresse, wo ich mal alles Material gesammelt habe, außer dem Image. Das können wir erst rausgeben, wenn die Studenten dann noch so ein bisschen die Software bereinigt haben. Da steht das Exposé drin, also die Ideensammlung, Flyer, Beipackzettel, die erklärt, wie die Box funktioniert. Die Teileliste, Raspberry Pi 3 und das QuiMart Touch Display mit Stift 3,5 Zoll. Das passt dann auch genau in das Gehäuse rein. Und das Gehäuse selber ist als STL downloadbar und sollte eigentlich auch, so das Netz einigermaßen schnell ist, live hier angezeigt werden, wenn es geladen ist. Ansonsten müssen wir ein bisschen warten. Gut, und sobald die Software soweit ist, laden wir die auch auf GitHub hoch. Ich weiß nicht, ob wir das als Image machen werden. Ich denke, es wird eher einfach ein Repository sein, was man selber installieren muss auf ein vorhandenes Raspbian-Image. Ja, genau, da ist das animierte STL von der Box. Das Gehäuse ist so designt, dass man das Raspberry Pi mit montiertem Display seitlich reinschieben kann und hinten dann genau über die USB- und Netzwerkanschlüsse kommt. Und hinten ist, das hat sich beim Design einfach so ergeben, noch dieser Hohlraum, wo man auch Münzen einwerfen kann und den Beipackzettel reinstecken. Das Loch hinten ist mit Absicht so groß, da passt ein HDMI-Kabel locker durch, sodass man die Box auch durchaus als Videosteuerungsdisplay verwenden kann. Strom und andere Anschlüsse werden nach unten ausgeführt, Audio. Die zwei Schrauben unten, die sind dafür da, dass man die Box am Schrank festschrauben kann, soll vor Diebstahl schützen. Ja, damit nicht jemand die Bitcoins einfach mitnimmt. Und das Seitenteil wird mit 4 M3x20 Schrauben befestigt. Und dann ist es auch relativ wasserstabil. Also Tropfwasser von oben kann die Box ganz gut vertragen. Allerdings seitlich ist es dann wieder eher schlecht. Ganz wasserdicht ist es nicht. Ursprünglich wollte ich es komplett wasserdicht machen. Aber das geht halt nicht, wenn man noch mit den USB-Kabeln an der Seite andocken können will. Und vorne drauf ist noch Platz für so ein kleines Schild, wo man der Box einen Namen geben kann oder einfach drauf schreibt, was es ist und was es macht. Oder wenn man es als Geschenk jemandem vermachen will, kann man dort eine Geburtstagsgrüße oder sowas draufschreiben. Gut, Druckzeit für so eine Box, naja, etwa 8 Stunden würde ich sagen. Wenn man es etwas sauberer und genauer haben will, dann vielleicht bis zu so 15 Stunden entsprechend langsame Druckgeschwindigkeit vorausgesetzt. Ja, ich mache meistens auch noch so Gummifüße unten drunter, damit es etwas standfester wird. Es lässt sich sehr gut von vorne bedienen, ohne dass es kippt. Und das Loch an der Seite ist einfach für die LEDs, dass man die blinken sehen kann, wenn die Box irgendwas tut. Ja, ansonsten kann man damit auch schön eigene Bastelprojekte verwirklichen. Vorschlag für die Software-Erweiterung. Ja? Stromkostenkalkulator dazu, wo man eigentlich kann. Okay. 10 Kilowattstunden kosten und theoretisch der Dauer das aufsummiert. Okay. Das ist die Kosten, die Energiekosten real verbraucht. Das wird sich, ja gut, Mining macht es ja nicht, also insofern brauchen wir die Stromkosten nicht wirklich. Die Box verbraucht etwa 2 Watt ja, mit dem Touch-Display. Ja, Strom messen kann man mit dem Raspberry Pi eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, ACDI zeigt da auch nichts an in der Richtung. Aber wenn man rechnet, BC-L, 2,5 Watt geteilt durch Kilo mal 24 Stunden mal 356 Tage mal Kilowattstunde kostet bei uns 65, bitte? 365? Tage. Im Jahr. Aber 365 stimmt nach meinen letzten Informationen. Ja, gut, war ein geistiger Zahlendreher drin, der sich aber nicht auf der Tastatur manifestiert hat. Ja.
Gut, mal Kilowattstunde kostet 39 Cent im Moment. Ja. Das heißt, pro Jahr schluckt die Box 8,54 Euro Stromkosten. Das ist weniger als die meisten Fernseher im Standby, ja, aber immer noch etwas, wo sie dieses als Gewinn erstmal wieder erwirtschaften muss. Wäre es ein Bitcoin-ASIC mit 25 Watt, dann hätten wir 85 Euro, die im Leben nicht durch Bitcoin-Mining wieder reinkommen würden. Ja, also Eigenverbrauch 8,54 Euro pro Jahr. Ja, gut, gibt es noch Fragen zur Make Money Fastbox? Abgesehen davon, wann kann man die kaufen? Das weiß ich noch nicht. Das hängt davon ab, wie schnell meine Studenten die Software bereinigt haben. Ich gehe mal davon aus, so in ein, zwei Monate im laufenden Semester werden die brauchen und dann ist die Software auch auf GitHub erhältlich und kann selber geflasht werden oder als Add-on für Raspbian aufgesetzt werden. Keine Fragen? Man braucht ein Raspberry Pi, oder? Raspberry 3, genau, wegen WLAN. Es geht auch mit dem Raspberry Pi 2. In dem Fall müsste man allerdings einen WLAN-Adapter seitlich draufstecken, ja, weil irgendwo Netz braucht er auch. Es geht auch ohne WLAN, nur mit LAN-Kabel. Das kann man auch machen. Ja, in dem Fall. Bitte? Aber eigentlich müssten wir das auf jeden Rechner laufen lassen können. Das Problem ist halt die Bitcoin-Börse, weil die besonders geschützt werden muss. Deswegen haben wir eine eigene Box. Und die kann auch, man könnte sie noch verschlüsseln, das wäre eine schöne Erweiterung, aber in dem Fall müsste man nach einem Stromausfall ein Passwort eingeben. Und wenn man das vergisst, dann steht die Box da jahrelang und handelt nicht und macht nicht das, was sie soll. Also das ist ein eigener Computer, ist es halt einfach aus Sicherheitsgründen und damit man ungestört einfach auf dem Display immer zugucken kann, wie sich das Guthaben vermehrt, ohne dass auf der Box noch irgendwelche anderen Sachen laufen, die von außen angreifbar wären. Man könnte den Webserver nach außen freischalten, das haben wir jetzt abgeschaltet. Mit Passwort gesetzt über HTTPS wäre es dann durchaus möglich, dass man auch auf dem eigenen Rechner mit dem Browser guckt, was die Box gerade macht, aber so mit dem Display als autark. Würde mit dem, ohne den Display weniger Strom verbrauchen? Ja, ich denke mal, das Display wird ein halbes Watt vielleicht brauchen. Vielleicht findet man das irgendwo. Vor einiger Zeit sind ja Trojaner durchs Restaurant gegangen, um Bitcoins zu schürfen. Zu schürfen? Ja, wo drin jetzt empfohlen wird, ja. Diese SSH-Standardpasswort gerade zu ändern. Also dass das im Raspbian gelandet ist. Schürfen muss ich es gar nicht. Also Bitcoins schürfen auf dem Raspberry Pi halte ich eigentlich für sowas von sinnlos. Selbst wenn man sagt, okay, die Stromkosten muss der Trojaner-Schreiber ja gar nicht selber bezahlen, der kassiert ja nur die Bitcoins, aber dafür ist das einfach nicht schnell genug. Also im Moment. Und so wie man gesagt, da sucht das nach Netzwerken, wo halt mehrere oder viele, also bis dann interessant Massen macht. Und wenn nur einer da ist, dann bringt. Wir können ja mal ausrechnen, wie viele Raspberry Pis man bräuchte, um signifikant. Also das hier sind Giga-Hashes pro Sekunde. Das Raspberry Pi hat, ich schätze mal, ein Mega-Hash. So, braucht dafür nur 2 Watt etwa. Ja, geben wir eben 3 an. Ja. Kosten pro Kilowattstunde in Dollar, in Deutschland 50. Gut, abgesehen von den Stromkosten mit der negativen Profitabilität in Deutschland und den 8,76 Dollar Powerkosten, nehmen wir mal an, der Angreifer muss ja nichts für den Strom bezahlen, also null. Wie viel würde man verdienen in einem Jahr? Profit pro Monat 0,000000, das ist mehr als nichts. Pro Jahr, das ist in Dollar. Ah, das ist schon nicht mal Bitcoin, das ist Dollar. Das heißt, wenn es 1000 Jahre läuft oder wenn wir 1000 Raspberry Pis haben, die verseucht sind,
3, dann hätten wir einen 40 Cent Gewinn im Jahr. Haben wir, ja, 1 Million Raspberry Pis kriegt man nicht zusammen. Ja, wie viel wird man gehackt bekommen? 10.000 oder so. Also ich schätze mal 4 Dollar im Jahr Profitabilität bei 10.000 gehackten Raspberry Pis. Das ist sinnlos, würde ich sagen. Also Bitcoin Mining auf dem Raspi, auf gehackten Raspis, ist, glaube ich, keine gute Idee. Da lohnt es sich mehr, irgendwelche Sachen, andere illegale Sachen zu machen. Und das, nee, vor allem fällt es ja auf, wenn so ein langsamer Rechner schnell rechnet, dann ist er auch langsam. Und das merkt man ja schon. So, denn würde ich sagen, machen wir 5 Minuten Pause und dann geht es laut meinem Plan weiter mit Knoppix auf Raspberry Pi basierend auf Yocto. Ja, richtig.